Jo Leute, unser probieren wir heute mal ein bisschen was am Draw-Plugin weiter. Und zwar werde ich jetzt eine Spam-Funktion einbauen, das heißt, dass wir nicht anderen Spieler einfach spammen können mit Exceptions im Server. Und dann fangen wir einfach mal an und ich werde das erstmal im Speedcoding-Format machen, dann zeige ich euch das und dann erkläre ich euch, was ich hier genau geschrieben habe. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Spiel wieder. So sind wir natürlich auch schon wieder im Spiel und wenn ich jetzt zum Beispiel eingebe slash draw spam und dann mein Name, ich heiße jetzt übrigens Anweisung, dann bekomme ich hier so lustige Nachrichten, Exception, Threat und bla bla bla. Habe ich natürlich alles im Code eingefügt, da kommen auch immer solche random Zahlen, das sieht auch nochmal richtig cool aus. Wenn wir halt wieder wollen, dass der Spieler nicht mehr gespammt wird, einfach wieder das machen und dann wird er nicht mehr gespammt, beziehungsweise nicht mehr voll gespammt, sagen wir es mal so. Also wie man sieht, das funktioniert alles super und ja, gut, ich zeige euch jetzt im Code, wie das Ganze geprogrammiert wurde und bis gleich. So, das ist im Grunde auch schon der ganze Code. Und so frage ich ab, wenn der Spieler slash spam eingibt und er die Permission hat und außerdem Argument 1 ein Spieler ist und dann er in einer virtuellen Liste, sprich in einer Array List, das habe ich auch mal ein Video gemacht. Also ich habe ihn erstmal in eine Array List gepackt, um dann nachher den wieder entfernen zu können. Und ja, dann habe ich hier halt einen Scheduler laufen lassen, in der das hier gesendet wird und dieser Random Wert, den ich hier errechnet habe, ebenfalls gesendet wird. Das war im Großen und Ganzen auch alles. Und hier unten halt nochmal den Spieler removed. Und wie man sieht, es funktioniert auch alles. Und ja, falls euch das Ganze gefallen hat, ladet es euch immer runter. Unten in der Beschreibung ist der Link. Und bis dahin würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein!